Moin, Servus und Hallo, liebe Freunde. Heute ist Sonntag, der 6. Oktober und ich stehe hier vor dem Wildpark Schwarze Berge. Der liegt südlich von Hamburg, nicht weit von der A7 entfernt. Ja, und heute ist Tag des Wolfes. Mal sehen, was mich hier erwartet. Let's go! So, dann möchte ich mal mit den Key Facts beginnen. Der Wildpark Schwarze Berge hat das ganze Jahr über offen. Von März bis Oktober ist der Einlass von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In den Wintermonaten ein wenig kürzer, wie ihr hier lesen könnt. Der Park muss dann bis Einbruch der Dunkelheit verlassen werden. In den Sommermonaten kann man also auch durchaus in den Abendstunden nach 18 Uhr noch im Park verweilen. Die Eintrittspreise 2024 sehen wie folgt aus. Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren gelten auch schon als Erwachsene, zahlen 14 Euro für die Tageskarte, Kinder ab 3 Jahren 12 Euro. Die Jahreskarte kostet 60 Euro für Erwachsene und 40 Euro für Kinder. Und dann noch die täglichen Highlights. Jeden Tag findet eine Flugschau statt. Von März bis Oktober findet diese zweimal am Tag um 12 und um 15 Uhr statt und an Sonn- und Feiertagen sogar dreimal. In den Wintermonaten findet die Flugschau nur einmal täglich um 14 Uhr statt. Und es gibt tägliche Schaufütterungen. Um 11 Uhr werden die Zwergotter gefüttert, das ist in der Nähe des Eingangs. Um 13 Uhr die Füchse und um 16 Uhr die Waschbären. Mein Rundgang begann also, wie ihr bereits gesehen habt, bei den Marderhunden, dann ging es vorbei an den Hängebauchschweinen und den Steinböcken zu den Dybowski-Hirschen. Weiter ging es dann zu den schottischen Hochlandrindern und am Luchsgehege vorbei. Dann bin ich vorbei an den Wildschweinen, abgebogen ins Freigehege, wo das Dammwild freien Auslauf hat. Hier habe ich mir die Flugschau angeschaut. Danach ging der Spaziergang weiter zum Bärengehege am nördlichen Rand des Parks. Von dort ging es weiter zu den Elchen und anschließend zu den Waschbären. Um das Gehege der Wiesente herum habe ich dann das Tal der Hirschen erreicht. Es war zwar Brunftzeit, aber die Hirsche lagen nur faul rum. Anschließend weiter zu den Wölfen, den heimlichen Stars des heutigen Tages. Vorbei an Uhu und Eulen, zum Streichelzoo und zu den Kaninchen. Zum Abschluss meines Rundgangs habe ich dann noch den 45 Meter hohen Elbblickturm bestiegen. So, und jetzt geht's wirklich los. Viel Spaß!
zum Tag des Wolfes gab es einige Informationsstände zum Schauen, Fühlen und Staunen. So, und jetzt geht's da hoch. 45 Meter. Eine wirklich tolle Aussicht hat man von da oben. Vom 14. November bis 26. Januar findet übrigens im Wildpark Schwarze Berge jeden Donnerstag bis Sonntag Lumagica statt. Dann wird der Wildpark zu einem magischen Lichterpark mit über 300 Tiermotiven. So, das war mein Rundgang im Wildpark Schwarze Berge im Oktober 2024. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert gerne meinen Kanal, völlig kostenlos natürlich, damit ihr keine neuen Videos von mir verpasst. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, bis dann, macht's gut!